Computerspiele geht es hier nicht. Es geht um Menschen, die zum Spaß mit ihrem richtigen Leben spielen. Mit echten Waffen und scharfer Munition. Wir werden den 24-jährigen Oleg nach Russland begleiten. Dort ist das Igra so smertju, das Spiel mit dem Tod, ein Geheimtipp für Menschen, die den extremen Kick suchen. Angst habe ich nicht, nicht wirklich. Ich freue mich halt tierisch drauf. Es weiß aber niemand, dass ich dahin fliege. Ich treffe einen Kumpel von mir da drüben. Dann besorgen wir alles, was ich brauche, Waffen und so weiter. Wie ich das jetzt weiß, über die Spiele weiß ich gar nichts. Es sind viele verschiedene Spiele. Da habe ich eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie es da abgehen wird. Ich habe ein bisschen Ahnung mit Waffen. Und es reizt mich schon, jetzt mal damit zu schießen. Oleg kam mit seiner Familie vor 8 Jahren aus Russland nach Süddeutschland. Er arbeitet als Koch in einem Hotel, hat eine eigene Wohnung, keine Vorstrafen. Familie und Freunde kennen den wahren Grund seiner Reise nicht. Ja, man braucht halt Mut, um das Ganze zu machen, aber naja, den habe ich. Sagen wir es so. Und das ist halt nicht jedermanns Sache. Russland. Wir sind in Wolgograd, einst Stalingrad. Hier ist Oleg aufgewachsen. Wir treffen Juri, einen guten Freund aus der Schulzeit. Er hat Kontakt zur Spielerszene und will Oleg zu einem Treffen mitnehmen. Wenn du das erste Mal spielst, dann liebst du das. Du kannst nicht ohne das spielen. Больше ничего. И Богу что ты делаешь? Такое не пойдет. Мне это сегодняшняя рука болит. Чтоб ты знал. Может, конечно, что попали к тебе кто-то. Мне тоже тут раз попали, ну и что? Пару раз поиграешь, это уже не попадут. Если хорошо и можешь играть, то там ерунда все. Ich stelle mir das ziemlich geil vor. Ich meine, es ist gefährlich, klar, aber es gibt Leute, die machen Bungee Jumping dafür und so. Und ja, ich würde es mal ausprobieren. Это мое. Это я возьму. Mhm. Для тебя мы еще возьмем, я один мужика знаю. Два не еще знаю. Он для тебя еще одну возьму. Знаешь, если хочешь хорошо кушать, надо много воровать. Besuch bei einem guten Bekannten. Hier kauft man DVDs, Schusswaffen, sogar Eisbärfelle. Unter der Hand. Zu Schwarzmarktpreisen. Umgerechnet etwa 30 Euro kostet die Pistole. 100 Patronen inklusive. Auch die russische Gastfreundschaft ist im Preis inbegriffen. Der nächste Tag. Ein langer Weg auf schlechten Straßen steht bevor. Ziel ist eine alte Militärkaserne in den Wäldern westlich von Wolgograd. Erst in der Dunkelheit erreichen wir das Spielercamp. Eine Reifenpanne und unzählige Feldwege haben viel Zeit gekostet. Die Spieler verstehen sich als geschlossene Gemeinschaft. Nicht jeder ist willkommen. Bange Momente des Wartens. Dann die Erleichterung. Wir werden eingelassen. Die Kamera müssen wir vorerst abschalten. Der nächste Morgen. Man hat uns erlaubt zu filmen. Die Mauern könnten viel erzählen.
1942 war die Kaserne ein erbittert umkämpfter Versorgungsposten in der Schlacht um Stalingrad. Im Kalten Krieg ließ man hier Atomraketen auf Europa richten. 1991 wurde die Kaserne geschlossen. Seit einigen Jahren treffen sich nun hier Spieler. Junge Leute aus den Städten, ehemalige Soldaten, Männer, die nichts zu verlieren haben, sogar Geschäftsleute. So verschieden sie sind, eines haben sie gemeinsam: die Sucht nach dem Kick, den ihr Alltag nicht bieten kann. Schlafen? Es war saukalt. Ich würde mich nach mal umgucken, mal die ganzen Leute treffen, mich mal umhören, wie das Ganze so abläuft. Muss natürlich noch gucken, dass ich ein bisschen Schutzweste oder sowas auf die Reihe kriege. Naja, das... Ich denke mal, das wird was. Naja. Ну да, тут они гаманя. Надо взять. Etwa 30 Spieler sind an diesem Wochenende gekommen. Die meisten wollen nicht gefilmt werden. Wir dürfen die kleine Gruppe begleiten, der sich Oleg und Juri angeschlossen haben. Aus den Kameraden werden später im Spiel Feinde. Mit gezielten Schüssen auf die Schutzweste werden die Spieler versuchen, sich gegenseitig zu Fall zu bringen. Das Risiko von ernsten oder gar tödlichen Verletzungen ist dabei einkalkuliert und gibt dem Spiel seinen Kick. Den Vormittag nutzen die Spieler für Schießübungen und Gespräche. Nachnamen und Adressen werden dabei nicht genannt. Das ist eines der ungeschriebenen Gesetze hier. Ein Mann sorgt für die Einhaltung dieser Gesetze. Der General, wie ihn die Leute nennen. Я с моих молодых лет служил здесь и работал, пока времена были хорошие. Теперь все изменилось, и я наблюдаю, смотрю за порядком при этих играх с молодыми людьми, которые они здесь проводят. И вы сами тоже принимаете участие в этих играх? Нет, нет. Я из этого возраста вышел, во-первых, во-вторых, у меня фамилия, семья, дети. Поэтому, не, я только наблюдаю за ними. Ну, это уже очень стало видно же, да? Мы тут часто встретились тут и тренировались. Некоторые тут еще играют, да, есть люди такие. А я тут раз, один раз играл, так хуже было, так ничего не видел. Может, один где-то себе спрятаться, да? Его хуя видишь, нихуя. Да? Ну, некоторые играют, некоторые прикалывают, меня нет. Это слишком тяжело тут играть. Если мой друг уже еще тут, это да, вообще-то это не для нас. Die Kaserne ist nicht nur ein Treffpunkt für abenteuersüchtige Spieler. Auch clevere Geschäftemacher haben den Weg hierher gefunden. Dimitri ist provisorischer Notarzt, Musiker und Koch in einer Person. Bezahlt wird mit Euros, Zigaretten und Wodka. Kolja hat seinen Bus zu einem Kiosk umfunktioniert. Er ist hier der Mann, der alles besorgen kann. Чем я занимаюсь? Я все продаю, что надо. Сигареты, водку, печенье, хлеб, сигареты, таблетки, все, что надо. Я надеюсь, что ребята довольны тем, что я продаю. Это и все. Eigentlich ist wie im Ferienlager. Ich meine, die Leute hier sind recht wenig. Und ein paar Leute sind in Ordnung, ein paar sind ein bisschen verrückt, muss ich sagen. Und naja, ich freue mich halt, wenn es losgeht. Und es wird dann bald sein. Die letzte Gelegenheit zum Üben. Gezielt wird im Spiel auf den Oberkörper, wo die Schutzweste sitzt. Die Wucht der Geschosse wirft den Getroffenen zu Boden. Die Projektile bleiben in den Westen stecken. Wer sich keine Schutzweste leisten kann, behilft sich mit gepolsterten Metallplatten. Für Außenstehende unfassbar. Ja.
Für Oleg und Juri wird es ernst. Ihre Gruppe sammelt sich für das erste Spiel. Wir fragen den General nach den Regeln. Эта игра называется завоевание знамя. Правила этой игры. В лесу нет правил. Там каждый за себя. Потому что там нету кому смотреть за ними и некому оценять, правильно это или неправильно. Каких-то обостренных ситуаций, либо раненых или погибших. В эту игру никто не имеет права вмешаться и не может вмешаться, потому что они стреляют все, что шевелится. Поэтому ушедшие, когда они в лес пошли, нету возможности к ним ни контакта, ни поговорить, ни остановить эту игру. Я имею в виду, что в этой игре кто-то погибает. Ну, бывает уже, бывают. Если не очень осторожны они, они должны быть опытные. И происходит, да, происходит. Числа мы не можем назвать. Как относятся вообще власти к этим, к этой игре? Власти? Власти тоже принимают участие иногда. Также стреляют и также стараются победить. Оттаскиваю его потихоньку. Wo einst Panzer repariert wurden, rüsten sich jetzt die Spieler zum Kampf. Zur Standardausrüstung gehört neben der schusssicheren Weste für die meisten ein Genitalschutz. Oleg hat Glück. Er hat von Juri beides bekommen. Die übrige Ausrüstung ist zum Großteil zweckentfremdet, gibt den Spielern jedoch ein Gefühl von Professionalität. Ништяк, да? Молодец, смотрите, уже попали. Im Falle einer Verwundung müssen die Spieler oft lange warten, bis sich der Lagerarzt um sie kümmern kann. Aus diesem Grund werden vor dem Spiel Schmerzmittel eingenommen. Eine Art Unfallversicherung auf Russisch. Die Spieler teilen sich in zwei Gruppen auf und kennzeichnen sich mit farbigen Bändern. Oleg und Juri werden zusammen kämpfen, im orangefarbenen Team. Aufgeregt. Bisschen Angst habe ich natürlich auch. Klar, ich meine, man schießt auf mich mit scharfer Munition. Mein Glücksbringer. Los. Den Reiz, mit echten Kanonen, die Gewalt, der Tod quasi in der Hand zu heben und wirklich mit einem falschen Schuss vielleicht doch jemanden umzubringen. Das ist vermutlich das, wieso wir das machen. Und naja, das ist es eigentlich. Все, я готов. Спасибо. Ну что, готовы, ребята? Как меня еще чувствует эта ситуация? Если это играешь, это всегда уже это чекотит, знаете. А, так, я уже два раза уже тут играю, это уже нормально. Ну так, как нормально. Уже
идет. Ладно, давайте. Начинаем. За удовольствие приносит тебя эта игра. Ну, как и сказать, это шикотит очень. Ну, некоторые прыгают от самолет, некоторые другое делают, а я это играю. Ну что? Знаешь ты, что эта игра очень опасна и для тебя? Знаю. Если бы я не знал, бы не делал бы. И там через лес мы эту фану там увидим. Если мы увидим, мы не сразу до ее не пойдем. Да. Может быть, они себе там стоят, ну да. Нормально? Вот так мы сделаем. Окей. Давайте! Давай! Юрий, а ты вообще готов убить людей? Я бы не был. А что сейчас говорить? Jemanden zu töten. Ich meine, wenn Schuss daneben geht und es jemand trifft und ich töte damit jemand, gut, das weiß ich, das wissen die, das ist das Risiko, was wir hier haben. Und da würde ich sagen, dann passiert es halt. На две группы и начинаем защищать или находить знамя. Вы знаете все эти знаки, которые вам принадлежат, и вы знаете, как правило игры. Не стрелять ближе 5 метров в лицо, чтобы не было повреждений, которые могли быть потом очень серьезными. Знамя мы спрячем, это флаг, вы знаете, это отнесет Коля в определенное место, которое вы должны найти потом. Ребята, вы знаете, в чем заключается игра, нет? Кто найдет этот флажок, тому принадлежит победа. Победа, правильно. Я пошел. А? Ни пуха вам, ни пера. Не потеряйся. Вы делитесь на две группы. У вас не стрелять. Оставьте ему возможность, чтобы он это самое пережил. Без всяких травм. Ни пуха, ни пера, ребята. Все, генерал, с нами на месте. Игра можем начинать. Да, можете начинать. Ребята, начало сделано. Теперь ваше представление. Das Igra su Smertiu, das Spiel mit dem Tod, hat damit begonnen. Unsere Kamera ist nicht dabei. Wir werden warten. Auf den Sieger und auf die, die aus dem Wald zurückkommen. Spiele wie dieses sind in russischen Kasernen nichts Ungewöhnliches. Die Szene hat starken Zulauf. Die Kasernen variieren in Auswahl der Waffen und Spielart. Diese hier ist, gemessen an den Überlebenschancen, von der harmloseren Sorte. Plötzlich kommt ein Spieler mit der Flagge zurück. Im Wald wird weiter geschossen. Die Flagge als symbolisches Ziel des Spiels kann nicht darüber hinwegtäuschen, worum es hier wirklich geht. Ums Schießen, nicht um Sieger oder Verlierer. Der General gibt für alle das Signal zum Rückzug. Да, были и убитые, и раненые. Но вообще-то это было все очень быстро, я даже не понял. Kurz darauf kommen zwei weitere Spieler, offensichtlich verletzt. Wir entdecken Juri. Von Oleg ist nichts zu sehen. Wie wir später erfahren, ist die Situation im Wald eskaliert. Ein Spieler schoss wild um sich. Es gibt zwei Tote, vier Verletzte. Oleg wird nicht mehr kommen. Ein Treffer am Kopf hat das Spiel für ihn beendet.